Ich bin letztes Jahr auf Helene Fischer aufmerksam geworden. YouTube schlug das Lied Achterbahn von ihrer Stadiontournee vor. Ich bin letztes Jahr auf Helene Fischer aufmerksam geworden. YouTube schlug das Lied Achterbahn von ihrer Stadiontour vor. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sofort erkannt, dass Helena auf einer anderen Ebene war. Ich habe sofort erkannt, dass Helena auf einer anderen Ebene war. Ich verbrachte die nächsten Tage damit, jede Aufführung anzuschauen, die ich finden konnte, und alle ihre DVDs bei Amazon Deutschland zu bestellen. Amerika hat kein gleichwertiges Showgirl, das eine Akrobatin ist und auch live singt. Madonna macht große Shows, aber ihre Stimme ist schwach und sie ist ein bisschen weniger sportlich. Pink macht die Akrobatik, aber ihre Shows haben nicht die gleiche polierte Eleganz. Kylie Minogue ist unglaublich, wirklich. Aber sie wird sich nicht in der Luft drehen. Helenas Privatleben. Als Berühmtheit denke ich, dass Kylie Minogue der beste Vergleich ist, weil sie sich beide von Kontroversen fernhalten. Es ist eine ganz klassische Hollywood-Haltung, wie Katharine Hepburn, die ihr Privatleben komplett privat hielt. Ich respektiere das sehr. Generell müssten Pop und Schlager mehr wertgeschätzt werden. Generell müssten Pop und Schlager mehr wertgeschätzt werden. Es ist leicht zu lachen, dass es kitschig ist, aber wenn es einfach wäre, hätte jeder Hits wie Atemlos oder Call Me Maybe. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ein Song, der dieses Erfolgsniveau erreicht, kommt vielleicht nur alle 2 Jahre vor. Helena ist genau mein Ding. Ich werde wirklich atemlos beim Konzert. Wenn dieses Konzert nicht in Deutschland wäre, würde ich nicht hingehen. Normalerweise scheint eine so große Veranstaltung zu stressig zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass ein Konzert in Deutschland organisierter sein wird als in Amerika. Leutke schien beim Konzert von Andreas Gabalier einen fantastischen Job zu machen, mit nur wenigen Problemen. Ich erwarte auch von den Fans von Helene Fischer, dass sie sehr respektvoll sind. Mein bemitleidenswerter Mann spricht kein Deutsch. Ich habe ihn nicht gefragt, bevor ich die Tickets gekauft habe. Er wachte auf und ich fragte ihn: Ratet mal,
wer nach Deutschland reisen? Uns. Wir sind das. Mein Lieblingssong. Achterbahn ist ein perfekter Popsong. Ich kann es mir tausendmal anhören. Mit dem Zustand Amerikas in diesem Moment bedeutet mir ihr Lied Wir brechen das Schweigen sehr viel. Die Songtext: Wir sind so weit gegangen, um hier jetzt still zu stehen. So geht es mir mit unserer Situation. Vom neuen Album war Jetzt oder Nie die beste Single. Ich habe mir auf der Messe keine Sorgen um das Coronavirus gemacht, weil ich letztes Jahr 5 Moderna Impfstoffe hatte. Ich bin Anfang des Jahres auch an einem leichten Omikron-Virus erkrankt. Daher denke ich, dass ich starke Antikörper habe. Ich habe mir auf der Messe keine Sorgen um das Coronavirus gemacht, weil ich letztes Jahr 5 Moderna Impfstoffe hatte. Wirklich 5. Ich bin Anfang des Jahres auch an einem leichten Omikron-Virus erkrankt. Daher denke ich, dass ich starke Antikörper habe. Ich machte mir jedoch Sorgen, vor der Show Coronavirus zu bekommen. Ich wollte nicht, dass mir irgendwas davon abhielt, zur Show zu gehen. Aus diesem Grund habe ich vor einem Monat einen 6. Impfstoff, Pfizer, this time, bekommen. Wenn ich nach dem Konzert krank werde, ist das sicher nicht so schlimm. Will ich 8 Stunden warten, um Helene zu sehen? Natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass es zu geteilte Sitzplätze vor der Bühne zum Verkauf gibt. Dann wäre es einfacher, mehr Bier zu kaufen und auf die Toilette zu gehen. Aber das ist sehr amerikanisch und ich muss akzeptieren, dass Europäer den Stehplatz machen. Stehplatz sind für mich eine Sauerei. Mit 2 Diamantplatzkarten, unseren Flügen und Hotels haben wir wahrscheinlich 4.000 oder 5.000 Dollar ausgegeben, um Helene zu sehen. Ich freue mich auf den Auftritt von Helene. Ich hoffe, es ist mega. Ich freue mich auch darauf, meine Lieblingstexte vor einem riesigen Publikum zu singen. Sag mal, spürst du das? Ja, wirklich, sag mal, spürst du das? Das wird sehr Spaß machen. Ich spreche bereits einige Sprachen. Ich spreche bereits 5 Sprachen, also lerne ich sie leicht. Ich lerne jetzt Italienisch und ich spreche, die 5 Sprachen sind Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Katalanisch.
Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Katalanisch. Ja, das ist 5 mit Englisch. Ich lerne jetzt Italienisch und an der Universität habe ich ein mittleres Deutschniveau erreicht, aber mein letzter Deutschunterricht war 2004. Jetzt lerne ich es wieder, Helenes Lieder zu verstehen, ohne die Wörter nachzuschlagen. Deutsch ist eine sehr schöne Sprache, wirklich, wirklich. Es hat eine sehr musikalische Qualität. Mit Englisch, ich glaube nicht, dass Englisch gut für Melodien ist. Ich hoffe, Helene bleibt bei der deutschen Musik, wirklich. Mein Mann wollte Salzburg besuchen, weil er die Sound of Music liebt. Mein Mann wollte Salzburg besuchen, weil er The Sound of Music liebt. Während ich hier war, habe ich mein Bestes getan, um Helena zu fördern. Ich habe mein Schild für das Konzert mitgebracht. Wirklich. Ich habe Fotos. Darauf steht aus den USA nur für Helena. Ich habe atemlos auch in einer Karaoke-Bar in Salzburg gesungen. Alle an der Bar waren sehr amüsiert. Alle an der Bar waren, sie kamen danach alle, um mit mir zu reden. Dutzenden von Menschen, wirklich. Natürlich könnten sie nicht glauben, dass ich aus Baltimore angereist bin, eine Stadt 40 Minuten nördlich von Washington, D.C. Ich bin zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist mein erstes Mal im deutschsprachigen Raum. Ich war nie in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, nie. Nur für Helena. In meinem Fall diente Helena also als weibliche Botschafterin. Ich bin im gleichen Alter wie Helena. Meine Botschaft an sie wäre: keine Angst vor Botox. Wirklich. Es ändert wirklich nicht, wie sie aussehen. Es mildert nur die Linien auf ihrer Stirn. Ich bekomme ständig Injektionen von Botox. Ich liebe Botox.